Hallöchen, Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Wolf Red Hood Diaries. Wir sind bewaffnet und gefährlich und wollen uns auf den Weg in die Kanalisation machen. Ich weiß nur nicht. Okay, wir müssen jetzt kämpfen. Du hast 185 Joe umgebracht. Wache 187 Derek. Was? Ach, das sind die Bäcker von Kickstarter. Walter. Nice. Aber ich nehme verdammt viel Schaden. Irgendwie. Ja, sagt sie und stirbt. Okay, irgendwas mache ich nicht ganz richtig. Nimmt echt verdammt viel Schaden. Vor allen Dingen, wenn es zwei sind. So einer ist okay. Aber zwei sind schon was böser. Vielleicht lassen wir die einfach stehen. Es gibt ja keine Erfahrung oder so. So kommen wir nämlich auch einfach in die Kanalisation, wo wir ja hinwollen. Mary sat beside me in third grade. Her hair was fair, her skin so bright. Her mind, not so much. She copied my homework. I ate her lunch. One day, Mary's mother sat in the principal's office crying. We instantly knew. Yet another girl missing. Yet another mystery in tomorrow's paper. Her seat remained empty, as did mine the following day. Her father and granny agreed the city was no longer a safe place for me to stay. Oha. Well, this is a part of town I've never been before. Wouldn't recommend it to visitors, that's for sure. Yeah. Home to rats and bats and to that musical piece of kidnapper scum. I can't wait to break his flute and make that bastard forever mute. Ah, Y ist ein mächtiger Angriff, okay. Was machen meine Nachbarn hier gerade? Ganz schön Lärm. So. Wir klettern hier rüber. Und finden ein Körbchen. Da ist Dampf. Ist auch eine Ratte? Nee, du bist so ein Teddy. Nee, du bist Totenkopf. Okay, kein Teddy. Hallo Ratten. Uah! Uah! Okay, vom mächtigen Angriff überleben die scheinbar nur einen. Ich glaube, da können wir nicht lang. Kann ich auch Kisten kaputt machen? Oh ja, und da ist gerade Lebensenergie in den Abgrund gefallen. Gif, gif, gif. So, was macht das hier? Das macht die Suppe aus. Das ist gut. Macht aber irgendwie Gas an. Das ist so mittelgut. Aber wir können jetzt an der Suppe... Wir können ein bisschen sprinten. Wir können jetzt hier an der Suppe vorbei... Die Ratte töten. Normally I love all animals. Okay, die Kisten gehen nicht kaputt. Ja gut, alle Tiere lieben, aber Ratten... Naja, die darf man nicht mögen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Was macht das? Da kommen jetzt Kisten rausgeschwommen, oder was? What? What the F? Ich will hier durch. Ich weiß ja gar nicht, wie ich da jetzt überhaupt hinkomme. Da ist er hinten. Ist er jetzt Gas an? Irgendwo ist ja Gas angegangen. Aber warte, kann ich das auch wieder ausmachen eigentlich? Ah, Kann ich das Wasser jetzt wieder anmachen, dafür aber das Gas aus? Oh ja. Okay, jetzt wechselt das. Jetzt ist es nicht ganz aus, aber es wechselt.
Das ist okay, da kann man sich ja dann durchschlawenzeln. Nämlich hier. So, dann gehen wir erstmal durch das erste. Oh, durch das zweite. Ich wollte gerade sagen, durch das zweite auch noch, aber nein. So, einmal durch. Ich habe übrigens gerade überlegt, ich mache mal 3 Folgen davon. Und je nachdem, wie es euch gefällt, gibt es dann mehr. Wie komme ich denn daran? Nee, so nicht. Wow. Wow, ich sehe die Dinger gar nicht. Lovely odor. I wish I'd left my nose at home today. Sie ist ja cool drauf. Ich mag sie. So, kann ich eigentlich auch in die Richtung nach hinten? Nee, ich glaube, da fällt mir nicht so eine Kiste auf den Kopf. Das möchte ich lieber nicht ausprobieren. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Gefällt es euch? Gefällt es euch auch, wie ich es spiele und kommentiere? Only creatures from hell could live in this kind of smell. And I thought I had a crappy place. Oder come on, you Pied Piper. I'm running out of patience. Time to show your face. Oder sagt euch das nicht so zu, entweder vom Spiel her oder von meiner Art des Kommentierens her. Kann ja sein, ist gar kein Problem, wenn ihr das sagt. Also ihr dürft da sehr gerne ehrlich sein. Ist euch keiner böse. So, hier können wir wieder was drehen. Was auch immer wir gedreht haben. Hier können wir noch was drehen. Ach, die hängen fest, ja. Da komme ich aber nicht einfach so rein. Da ist noch so ein Präsentkorb. Und da können wir uns dran festhalten. Sehr gut. Und jetzt, wohin? Nach hinten abspringen? Ja. Du hast gar nicht so zu stöhnen. Wow. Holding my own feet to the fire wasn't exactly what I had in mind. Ich hab noch gar nichts abgekriegt vom Feuer. Bleib mal locker. Ah, natürlich. Jetzt geht die Tür auf, aber die Dinger gehen runter. Natürlich. So, das haben wir geschafft. Okay. Kann ich mich denn hier nirgendwo festhalten? Nee, nicht so. Schade, weil da hinten ist noch so ein Ding, was ich gerne hätte. So, wenn ich jetzt hier dran drehe, geht das da hinten auf. Für eine bestimmte Zeit auch noch. Für eine bestimmte Zeit. Mal checken, wie lange. Okay, doch schon eine ganze Weile. Und dann muss ich dann irgendwie da vorne wieder zurück. Kann ich das jetzt nochmal starten? Okay. Okay, okay. Go, go, go. Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Ah, oh Gott. Nee, hier nicht. Boah, weiter, 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 weiter. Los, 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 los. Nein, hier, hier lang. Los, 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 los. Da kann ich nicht sprinten. Und hier lang. Yes! We made it. Schwing. Sollten wir vielleicht, nein. Ich dachte, wir drehen vielleicht das andere Rad nochmal, aber nein. Tun wir nicht. Weil es war dann doch zu kurzfristig. Ugh. Looks like Ulrich is having a bowel movement. Ja. Sieht echt so aus. Ah, komm nach vorne. Komm nach vorne, Kind. Oh, okay. Okay, das bricht also ab. Gut zu wissen. Das heißt, ich muss den Absprung timen. Jetzt so. Haha! Booyakascha! Und jetzt? Da komme ich nicht hoch. Ah, da sind Rohre an der Wand. Da komme ich auch dran, sehr gut. So.
Damit haben wir eine Brücke. Someone should really send a plumber down here. Ja. Das ist wieder was, was abbricht. Au, oh, das war Fallschaden. Okay, da kommen wir nicht lang, also müssen wir hier lang. Müssen wir hier und dann ganz schnell hier nach vorne. It was love at first sight. Marriage soon followed with a handful of guests and a spit-roasted pig. Their future looked bright. Until one day, she didn't come home. Oh. On the table was a note. I'm picking flowers in the woods. Another search notice in the paper. An insufferable tragedy for the Hoods. Die, Rat! Hier kann ich noch Dinger kaputt machen. Ja, leben. So, was macht das? Das lässt das runterfahren. Okay, gut. Danke. Können wir hier weiter. Und jetzt hier hinüber. Okay, das ist total vertrauenserweckend alles. Da oben an das Rohr dann bitte. Danke. Wow, ich könnte mich einfach fallen lassen, aber ich springe. Ist wahrscheinlich keine so gute Idee. Wow. Ah, hau in die richtige Richtung. Wo ist sie? Ist sie tot? Okay. Ist hier vielleicht Lebensenergie drin? Danke. Zumindest ein bisschen. Da kommen wir nicht lang. Ich halte mich einfach mal hier dran fest. Ich weiß nicht, ob ich soll. Aber es sieht fast so aus. So, hier runter. This way. Wer bist du denn? Was ist das denn für einer, ey? Was hat das gemacht? Ich habe Angst, dass das wegbricht. Deshalb bin ich wieder... Das dreht sich immer wieder zurück. Okay. Ah! Oh Gott, oh Gott. Da kann ich drunter durch. Sehe aber überhaupt nicht, wo ich hingehe. Kann ich jetzt nach links gehen? Hallo? Wo bist du? Rotkäppchen? Ach, da. Da ist er. Ich fürchte, wir müssen gegen ihn kämpfen. Hier, kann das sein? Komm ich hier hoch? Ja. You. Even uglier in the flesh. What's your plan? Hit me with that dreadful flute. The only thing that hurts is my ears. Was it you who took my mother? And what about my father, Joseph Hood? Speak, or stay forever mute. Okay, der spricht scheinbar nicht. What the fuck? Someone's been overfeeding you. Oh mein Gott, aber hallo. Oh mein Gott. Drücke zweimal B zum Überspringen. Nee, überspringen wollte ich jetzt nicht. L, B und Y zusammen eine Wurfattacke. Nice. Wow. Oh. Ey. Oh, oh. Okay. Bla, bla. Ist irgendwas? Ach so. Ja, L, B und Y. Woohoo! His axe kicks a major ass. Or is it me? Da lebt ja immer noch eine. Da lebt ja immer noch eine. Ist mir egal. Ich gehe jetzt hier lang. Und drehe nochmal an diesem Rad. Und es passiert immer noch nichts. Das ist echt schade. Jetzt kommt die Riesenratte da raus. Ach Mann, ich bin doch gesprungen. Ich bin doch gesprungen, Alter. Ja, ja. Ach, guck mal, ich kann rollen mit Doppel-B.
So, LB und Y. Pam. Hat überhaupt nichts gebracht jetzt gerade. Zwar beim ersten Mal waren die direkt tot, jetzt irgendwie nicht so. Hallo, kann ich die mal treffen da, die Ratte? Ich glaub, es hackt. Ey, der ist ja noch... Lebt der immer noch, verdammte Scheiße. Hä? What the fuck? Was soll ich denn tun? LB und Y. This axe kicks a major ass. Or is it me? Kann ich jetzt drauf? Nee. Das macht Shing und das Shing ist nicht so gut. Was macht denn dieses Ding hier? Hier geht doch kein Loch da oben auf oder so. Da passiert überhaupt gar nichts. Hä? Okay. Dann soll ich also nach unten, oder was? Jetzt gibt's immer noch was. Ja, ja. LBY! Patusch! Patusch! Kein getroffen. Lebt der... immer eine Kackratte, die hier überlebt. Die lebt immer noch! Stirb jetzt. Soll ich jetzt hier oben bleiben? Bis sie wieder in ihr Loch geht, oder was? Oder soll ich, muss ich die hier gegenlocken vielleicht? Ja, genau. Hahaha. Und jetzt muss ich da runter. Was natürlich da nicht geht. Was natürlich da nicht geht. Ah, lauf, 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 lauf. Oh Gott. Hiermit, ah, oh Gott, falsch das. Hiermit stelle ich das wieder ab, oder was? Ah, damit stelle ich das Gas wieder ab. Ich kann mich noch kurz ein bisschen recken, oder? Ist okay. Ein bisschen Leben hinzugekommen. So, kommt ja auch... Ach, jetzt kommen wieder kleine. Oh, jetzt kamen nur zwei raus. Huh. So. Kommen wir erstmal hier rüber. Komm, 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 komm. Ausgewichen. Nur jetzt einmal hier hin, bitte. Komm. Musician and a jock. Your mother must be proud. I'll get you. Just you wait. Eine Tür weggeschoben hier. So, Ratte. Yeah. Muss man erstmal wissen, dass man die nicht töten kann. Also. So, this is where he's hiding. Not only his creep self, but those poor girls as well. I can smell their fear. The bad dreams haunting them at night. Their pillows wet with tears. Mothers unaware of their plight. The devil's dormitory spooks the crap out of me. Schlafsaal? Der Schlafsaal des Teufels? Schlafsaal vielleicht. Mit Doppel-A und nicht mit Doppel-L. Aber passiert. Ich übersetze auch gerade ein Spiel. Da kommen manchmal, vertippt man sich da. Da möchte ich niemanden verurteilen. Ich weiß, ich glaube, das waren auch alles keine Professionellen. Also, es waren keine Prostituierten, die das übersetzt haben, glaube ich. What? Ah, okay. Schön. Gut zu wissen. Ich warte nochmal, bis es nochmal ansteigt. Weil ich habe das Gefühl, Wasser ist nicht gut. Für das kleine Rotkäppchen. Aber das machen wir erst nächste Folge. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Wolf Red Hood Diaries. Macht's gut. Tschüsschen.